Servus, liebe Freunde der gepflegten War Thunder Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das soll jetzt so ein bisschen die Fortsetzung zu dem Video von letzter Woche sein. Ihr erinnert euch, ich hatte euch letzte Woche eine Runde mit dem T29 gezeigt, die ja viele auf YouTube immer als epische Runde bezeichnen. Sowas einfach nur anhand der Kills und wie lange die Runde auch ging etc. und wie spannend sie gewesen ist etc. 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 Das war mit den Amerikanern im T29. Diese Woche bzw. heute möchte ich euch das gleiche auf deutscher Seite zeigen. Und zwar diesmal nicht auf dem BR von 6-7, sondern auf dem recht undankbaren BR von 7-0. Warum undankbar? Ihr wisst es, dieser kleine Freund hier ist in War Thunder tatsächlich mal für eine lange Zeit der beliebteste Panzer bei den Spielern gewesen. Warum, wieso, weshalb? Weil der Panther 2 alles miteinander verbunden hat bei den Deutschen, was man sich eigentlich von einem Panzer wünscht. Die Panzerung, gerade hier vorne an der Turmblende, ist jetzt nicht so der Knaller. Also da geht eigentlich relativ viel durch. Aber was den Panzer halt wirklich so gut gemacht hat, war eben auch zum einen oder ist immer noch eigentlich, warum jetzt nicht mehr ganz so, da komme ich gleich noch zu. Natürlich auch hier vorne die Panzerplatte, die hier so knapp 190 mm, 185 mm Panzerung hat. Und hier unten die Unterwanne mit über 300 mm, je nachdem wie ihr steht, wenn ihr angewinkelt seid. Wenn ihr gerade zum Gegner steht, dann kommt ihr auch so auf maximal 165 mm. Der Panther 2, wie gesagt, war oder ist ein Panzer, der meines Erachtens nach alles miteinander verbindet, was ich mir bei einem Panzer wünsche. Genug Mobilität, er hat sogar einen ziemlich vernünftigen Rückwärtsgang für einen Panzer. Er hat die übelste Feuerkraft und er ist richtig mobil. Heißt also, ihr könnt euch auch ziemlich schnell auf der Stelle drehen und dann nochmal aus einem Gefecht verschwinden. Oder aber halt, ihr nutzt halt dann eben den halbwegs mobilen Rückwärtsgang. Außerdem hatte die lange 8-8, die auf diesem Panzer auch einfach nur geil ist. Und das war, als er, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, er ist jetzt schon relativ lange auf dem BR von 7-0, als er dann angehoben wurde von 6-7 auf 7-0, da sind die Statistiken von dem Panther 2 auf einmal richtig, richtig in den Keller gerutscht. Und woran liegt das? Ihr könnt es euch natürlich denken. Vorher auf 6-7 ist er maximal auf 7-7er Panzer getroffen. Jetzt mit 7-0, beziehungsweise als er dann auf 7-0 angehoben wurde, habt ihr halt eben auch Panzer dabei, die ein BR von 8-0 haben. Und das sah dann halt bei den Russen dann teilweise ganz schön bitter aus. Ja, also da wurde es dann tatsächlich schon wirklich, ich sag jetzt mal, häufiger, dass ihr dann halt eben auf die beiden T-54er getroffen seid. Ne? Natürlich auch auf den IS-4M. Und all solche Geschichten, die auf die ihr dann treffen konntet. Also es wurde wirklich schon dann härter. Und viele Spieler hatten dann tatsächlich keinen Bock mehr darauf. Und der Panther 2, ist da eine ganze Zeit lang wirklich in der Versenkung verschwunden. Und ich sehe ihn tatsächlich auch jetzt auch nicht mehr so häufig auf dem Schlachtfeld. Nichtsdestotrotz macht er immer noch riesig viel Spaß. Und ich bin seit ewigen Zeiten mal wieder auf 7-0 unterwegs gewesen. Und es lief wirklich, wirklich richtig gut. Das Matchmaking war tatsächlich jetzt nicht ganz ideal. Ihr werdet das sehen. Da sind auch T-54er in der Runde unterwegs gewesen. Also auf 7-7, also eigentlich wieder fast an der untersten Grenze des BRs. Fast also komplett low tier, so wie ich euch das letzte Woche mit der T-29-Runde gezeigt hatte. Das war ja auch ein 7-7er-Gefecht. Aber es lief ganz gut. Und die Runde möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich lasse es wieder einfach so laufen. Ich will das jetzt gar nicht großartig auseinanderziehen und großartig verkommentieren. Ich denke, die Runde spricht auf jeden Fall für sich selbst. Wir sehen uns nach der Runde nochmal ganz kurz hier in der Garage wieder. Viel Spaß.
So, wir haben die Runde am Ende noch verloren. Ich bin dann, nachdem ich das zweite Mal dann abgeschossen wurde, nur noch in ein Flugzeug eingestiegen und habe dann da tatsächlich auch nichts mehr reißen können. Dafür hatte die Zeit einfach nicht mehr ausgereicht. Ist auch völlig unwichtig. Ich wollte euch zeigen, was mit dem Panther 2 in War Thunder so noch möglich ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es natürlich auch entsprechend auf die Map ankommt und natürlich, ja, was ihr für Gegner in entsprechenden Panzern habt. Ihr habt das jetzt gesehen, 3 der 7 Abschüsse waren T29er und ja, beziehungsweise nein, gar nicht. Es waren nur 2 T29er, glaube ich. Der dritte, an dem habe ich mir ja die Zähne ausgebissen hinten an seinem Heck. Da habe ich mich auch schön drüber aufgeregt. Aber trotzdem hat es in der Runde wirklich gut funktioniert und ich kann euch tatsächlich nur wärmstens empfehlen, beißt euch da durch, fahrt den Panther 2 auf 7-0 mit den Deutschen trotzdem mal. So undankbar ist meiner Meinung nach das BR gar nicht. Klar, wenn ihr natürlich, ich sag jetzt mal, von 10 Runden 8-mal Low-Tier gematcht werdet, dann ist das natürlich schon frustrierend. Das geht mir natürlich auch so. Aber ich glaube, da kann man ja schon drüber hinwegsehen und trotzdem diesen wunderbaren Panzer das ein oder andere Mal nochmal aus dem Käfig lassen, die schöne Pantherkatze. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.